Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 156. Wir müssen die besudelten Kerne klauen. Uns holen. Was mir gerade auffällt, ich hätte eigentlich uns hier Willenskraft geben können, weil Willenskraft ist Mana-Regeneration. Naja, was soll's. Schönes Ding. Ach da, ich wollte gerade sagen, wo ist es hin? Das sieht man aber schlecht im Wasser. Noch nichts Schönes an Waffe gefunden für uns. Womit laufen wir eigentlich? Ach so, mit der zweiten Axt. Und noch rum. Oh, ist eine neue. Stimmt, die hatten wir ja letztens im Inventar gefunden. Weil die ist irgendwo bestimmt gedroppt. Manchmal hat man auch ein bisschen Dropglück. Erfüllt. Ja. Na, so langsam haben wir fast alle Quests hier gemacht. Könnten wir denn theoretisch schon dahin? Nee. Wir könnten nach Schergrad, aber wie gesagt, Schergrad ist nicht so meine Lieblingsstelle. Aber machen erstmal weiter hier. Gucken, was hier noch so abgreifbar ist für uns. Was war das? Okay, wir können die Wildrock-Dinge abgeben. Hat er auch was? Fertig. Okay. Wir gehen mal beim Thron der Elemente mal gucken. Ich bin immer der Versuchung, ne, in dieses Hordenlager zu laufen. Ich weiß auch nie warum. Wie oft ich dabei schon gestorben bin. Man kann erzählen. So. Die besudelten Kerne können wir auf jeden Fall abgeben. Oh, was haben wir denn da? Naja, 288. Schade. Was hat der denn sonst? Feuer.
gehe mir die Quest ab. Wir können direkt da auch die Erdgeister killen. Schön. Ich glaube, in WoTLK ist es nicht mehr so, dass man abgemountet wird im Wasser. Ist heute erst Advent oder so ein Käse? Ja, heute ist der erste Advent. Oh Mann. Aber dafür fehlt uns immer noch der Beruf. So. Ich weiß gar nicht, ob es in der Folge war, die nicht funktionierte mit da waren wir auch, oder habe ich auch die Ogre getötet und da kam ich nach jedem Kampf nicht mehr aus dem Kampf. Das war eine Grinte. Aber ich glaube, das war irgendwie auch verbuggt. Aber mittlerweile funktioniert der wieder ganz toll. Es gibt auch so komische Elementare, die, oder waren das die Riesen? Ich glaube, die Riesen sind das. Die, wenn man die dann anfängt zu töten, die werden dann immer kleiner und teilen sich auf und dann werden es immer mehr. Das ist auch Mist. Als Bergbauer kann man den abbauen. Weißen ist nur irgendwie Elementar, Gedöns, bla bla drin. Also nichts Besonderes, wenn man die abbaut mit Bergbau. Oh, ein wildes Eleg. Und wir wissen, wilde Elecs sind immer gut. Nehmen wir auch gleich direkt mit. Daneben gegangen. Was ich auch im Moment sehr interessant finde, ist VR. Aber ich finde die Brillen alle noch sehr, sehr teuer. Vor allem diese Oculus Rift. Ich meine, die Idee daran ist natürlich super geil, ne? Hatte mir letztens ein Video angeguckt, da hat eine WoW eben VR, als VR gespielt. Das ist bestimmt auch lustig. Könnte ich mir so vorstellen.
Schmeißen wir mit auf Tiger. Auf den Säbler, wie man will. Oh, ihr müsst auch unser Freund irgendwo rum eiern. Ihr wisst schon, wen ich meine, diesen komischen Untoten, der nichts droppt. Genau den meine ich. Furchtbar, der Kerl. Furchtbar, ehrlich. Ich habe nie wirklich rausbekommen, welche Funktion der gut ist. Man weiß nicht, welche Funktion der hat. Das ist wahrscheinlich einfach nur, um einem auf die Nerven zu gehen. Ob es da irgendeine Quest oder so gibt? Ich weiß es leider nicht. Was haben wir da? Stangenwaffe. Ah, die sieht doch mal cool aus, oder? Sense. Gold bekommt für so Müll quasi. Finde ich immer krass oder auch toll. Die Runden auch auf hier 2,4K. Und wie viel sind's? 2350. Nee, 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 nee. Erzählen. Morgens um 7. Schon Schattenlabyrinth. Naja, eigentlich. Nichts Besonderes quasi, ne? Aber man könnte sich Schöneres vorstellen als der Schattenlabyrinth. Obwohl mittlerweile gibt es bestimmt auch irgendwie jemand oder ein paar, die raiden gehen oder so morgens. Hier, so LFR-Gedöns. Ich meine, ich habe das dann auch schon mal gemacht vom Spätdienst. Wie ich anders hinbekommen habe. Damals im Mist auf Pandaria habe ich das viel gemacht. Mit dem blöden Umhang. Das war furchtbar. Oh gut, das ist. Hat sich für den Umhang auf jeden Fall gelohnt. Das war wirklich cool. Und sowas kommt man dann auch, wenn man die abbaut, hier so Elementarsplitter, die meinte ich eben. Und hier müssen wir, glaube ich, genau auch die Häuser abbrennen.
auflassen, die Tasche. Hier meine ich, war das. Ich glaube, muss reingehen. Oder? Geht das so? Ja. Der ist jetzt nicht überzeugend. Naja, gut. Sieht aus wie ein Hut, wie der Hut von, von Harry Potter. Der sprechende Hut. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW, die WoW, nach wollte ich gerade sagen, nein, The Burning Crusade, ich würde sagen, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.